Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute beim Camping Coach. Heute mal ein etwas anderer Wohnwagen. Wir wollen euch heute einmal zeigen, worauf zu achten ist und wie man das Ganze in Betrieb nimmt und zeigen euch ein paar Tipps, die sehr hilfreich sein können. Wir fangen einfach hier vorne mal an. Wir haben hier vorne den Flaschenkasten zu öffnen. Einfach in dem Fall jetzt den Hebel ziehen, etwas nach unten, ein bisschen zu sich und nach oben schwenken. Hier haben wir jetzt Platz für 2x11 oder 2x5 Kilo, ist an sich egal. Wichtig ist, dass sie fest vergurtet sind. Ja, einmal hier in dem Fall von oben und einmal von der Seite. Bei einigen Modellen auch zweimal von der Seite. Wichtig ist nur, dass sie fest verzurrt sind. Bei der Fahrt angeschlossen kann sie ruhig bleiben, muss aber zugedreht sein. Es sei denn, man hat spezielle Anlagen, die auch während der Fahrt genutzt werden dürfen. Da sieht es schon wieder anders aus. Auf das Thema kommen wir aber nochmal in einem separaten Video. Ja, das heißt also, die nicht angeschlossen ist, die Flasche, immer die rote Schutzkappe drauf, dass man da auch das Ganze dann geschützt transportiert und dass da nichts passieren kann. Ansonsten sind jetzt hier nur Radkeile zum Sichern gegen das Wegrollen mit bei, die Kurbel für die Stützen und gut, hier ist jetzt noch ein bisschen Stauraum, was genutzt wird. Da muss man immer ein bisschen gucken, was sind denn Lüftungslöcher hinten im Boden. Das bei Überdruck lässt der Gasregler Gas ab, ja, und das Gas sinkt nach unten und dann kann es über die Öffnungen dann entweichen, dass da nichts passiert. Ja, also darauf achten, dass man die nicht ganz zustellt. Sonst wissen wir ja alle, dass man das auch ganz gerne als Stauraum benutzt. Links um die Ecke haben wir noch einen Abwassertank. Das benutzte Wasser läuft ja direkt raus im Wohnwagenbereich. Der wird einfach drunter gestellt, sodass man das Schmutzwasser auffängt und dann gelegentlich entsorgen kann, wenn er voll ist. Da gehen so in der Regel 24 Liter rein und dann ist das schon erledigt. Ja, ansonsten ist es das schon hier vorne. Mehr ist es nicht. Hier hat man in der Regel noch Typenschild mit drin. Reifendrücke stehen meist auch noch mal hier drauf, je nachdem, was für eine Reifengröße dort verbaut ist. Und dann kann man das Ganze prüfen. Ja, das war es zum Flaschenkasten. Schließen und dann ist das Ganze wieder zu. Ansonsten haben wir hier die Handbremse betätigen und lösen. Wenn man sie lösen will, nach unten zum Anziehen, einfach wieder nach oben. Mehr ist da an sich nicht zu beachten. Stützrad, darüber kann ich die Neigung natürlich einstellen vom Wohnwagen. Darüber richtet man ihn einfach aus. Ja. Klemmstelle zum Befestigen und zum Lösen, dass ich das Stützrad in der Höhe verstellen kann. Wenn man angekoppelt dann losfahren will, ist es immer ganz wichtig, dass das Stützrad unten in den Kerben vernünftig drin sitzt, sich nicht losrappeln kann während der Fahrt und dass es vernünftig befestigt ist, weil es sollte im besten Fall nie mitlaufen. Anti-Schlingerkupplung selbst ist darauf zu achten, dass der Kugelkopf vom Zugfahrzeug immer sauber ist. Das heißt, kein Lack, kein Rost, kein Fett. Einige gibt es auch, die sind beschichtet. Silberne Beschichtung ist dann darüber, auch das immer entfernen. Das heißt, 100 bis 120er Körnung Schleifpapier nehmen, den Kugelkopf vom PKW einmal abschleifen, bis er wirklich blank ist. Kurz einmal drüber wischen, dass die Staubreste raus sind. Und dann hat man auch keine Probleme, weil hier sind Reibbeläge drin in der Kupplung. Und wenn da sich was zwischensetzt, hat man unangenehme laute Geräusche. Auch das will man nicht. Ja, Abreißseil natürlich befestigen, dann dementsprechend am Fahrzeug. Am besten nicht in der Schlaufe drüberlegen. Ist ja schon seit längerem ein großes Thema. Ja, Abreißseil am besten bei einer abnehmbaren Anhängerkupplung irgendwo fest verankern, sodass im Falle, wenn man den Wohnwagen verliert, aus welchem Grund auch immer, zieht dieses Abreißseil die Handbremse an. Ja, weil in der Fahrt ist die Handbremse unten. Das Abreißseil ist befestigt an der Handbremse. Das heißt, man zieht damit, die Handbremse geht hoch und das Seil reißt ab. Wenn es jetzt nur drüber gelegt ist, kann sich es natürlich auch über den Kugelkopf lösen. Oder wenn man die Anhängerkupplung verliert bei Abnehmbaren, kann das auch passieren. Dann würde die Bremse nicht angezogen werden und der Wohnwagen kommt nicht zum Stillstand. Ja, da also drauf achten. Und ansonsten hat man noch die Schmiernippel, aber das gehört zur normalen Wartung, wenn man das Fahrzeug in die Werkstatt bringt. Und das war es zum vorderen Bereich an sich schon. Ja. Schauen wir einmal weiter. Wir haben hier die Serviceklappe. Ganz normal zum B- oder Entladen. Ja, einfach drücken. Öffnen und dann kann man dementsprechend das Ganze be- oder entladen. Beim Schließen ein wenig darauf achten, dass man wirklich auch die Klappe komplett randrückt, dass er auch komplett überall vernünftig schließt und dann kann da auch nichts schief gehen. Hier haben wir jetzt nochmal eine Option, eine Vorzelt-Außensteckdose. Hier kann ich, wenn Strom eingesteckt ist, nochmal 230 Volt rausnehmen, wenn ich was brauche oder kann hier unten ein Satzsignal einspeisen. Ist in der Regel vorverkabelt bis zum TV-Halter. Ja, dann kann man ein Satzstativ rausstellen und kann das Signal einspeisen. Und dann kommt es am TV-Halter dementsprechend an. Ja. Kühlschrank B- und Entlüftung. Da ist eigentlich nicht so viel zu sagen. Das Einzige, was beachtet werden sollte, ist, wenn man das untere Kühlschrankgitter mal öffnet. Hier in dem Fall Schiebemechanismus nach oben. Dann kann man das Ganze zur Seite hin rausnehmen.
Hier sitzt der Brenner, aber hier auch zu sehen, dieser Behälter, der kleine, da sammelt sich Wasser, das ist also der Kondenswasserablauf vom Kühlschrank. Und der, wie man hier sieht, ist schon ein bisschen Wasser drin. Den muss man zwischenzeitlich einfach mal leeren. Man kann auch hergehen und kann das Kabel oder das Schläuchchen verlängern, hier reinführen, dann läuft es direkt ab. Ja. Ansonsten ist hier an sich nicht viel zu beachten. Wenn der Kühlschrank mal zickt, weil er lange stand und nicht auf Gas betrieben wurde, hier sitzt der Brenner. Man kann das immer auch mal mit Druckluft ein bisschen durchpusten. Ja, dann geht er in der Regel wieder an, weil die Düse ist sehr klein vom Brenner. Und wenn sich da ein Staubkorn blöd draufsetzt, dann kann er schon mal nicht starten. Einmal durchpusten, dann ist das in der Regel wieder in Ordnung. Ansonsten das wieder draufsetzen. Bei sehr hohen Temperaturen kann man auch Außentemperaturen, weil die ja sehr empfindlich sind auf Außentemperaturen, die Absorberkühlschränke, kann man hergehen und kann auch die Kühlschrankgitter abmachen und ablassen. Hat man einfach eine bessere Luftzirkulation und der Kühlschrank kann wieder ein bisschen besser arbeiten. Ja. Im Winter gibt es dann Winterabdeckungen. Ja. Wenn es zu kalt wird in dem Bereich, kann der auch nicht so super arbeiten, ja, weil der Kühlschrank braucht dann Temperatur, um dieses Gasgemisch dann beheizen zu können. Wenn es zu kalt ist, kriegt er da Probleme, kann er auch nicht vernünftig kühlen. Dann gibt es Winterabdeckung. Die kommen vorne drauf, ja, und dadurch kann einfach der Kühlschrank mehr Wärme aufbauen und besser kühlen. Ist allerdings nur für den Elektrobetrieb im Winter. Ja, also auf Gas darf man die nicht nutzen. Da ein bisschen drauf achten. Ja, ansonsten war es das schon dazu. Luftdruck bei Hobby steht jetzt immer hier drauf. 4,5 Bar kann man immer zwischendurch mal kontrollieren. Ansonsten bei vielen Herstellern auch im Flaschenkasten einfach ein Typenschild, wo man ablesen kann, welcher Reifendruck passend zum Fahrzeug ist. Ansonsten Türschlösser, da immer drauf achten beim Ab- oder Aufschließen. Zu immer in der geraden Position den Schlüssel rausziehen. Ja, und beim Aufschließen das Gleiche. Nicht so auf Halbstellung rausziehen, sondern immer in der geraden Position. Ja. Ja, hier haben wir noch eine Sackmarkise. Meine Empfehlung da ist immer, sieht man jetzt vielleicht auf dem Video nicht, ich sage den Kunden immer, bei Fahrzeugfolierern oder ähnliches, eine Lackschutzfolie holen, einfach eine transparente Folie, die unterkleben und dann hat man zumindest nicht das Problem, dass durch leichte Bewegungen während der Fahrt der Lack dort leidet oder man einfach Lack verliert, sieht man häufiger und damit kann man sich Abhilfe schaffen. Ja. Ansonsten schauen wir nochmal außen rum. Wir haben im Heckbereich natürlich die Stützen. Wenn der Wagen abgehangen ist, mindestens eine Stütze sollte unten sein, dass er nicht kippt. Ansonsten, wenn man ihn natürlich nutzt über einen längeren Zeitraum, dann sollte man alle vier runter machen, dann hat man einen sicheren Stand, es wackelt nicht so, man wird nicht seekrank oder sowas. Ja, dann steht er einfach sicher und man kann sich drin gut bewegen und schlafen. Ja, ansonsten haben wir natürlich Außenbeleuchtung, wenn er angeschlossen ist, sollte man einmal gucken, funktioniert die gesamte Außenbeleuchtung, Blinker, Abblendlicht, Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung. Ja, einmal gucken, die Positionsleuchten oben, ob das alles funktioniert. Dass sie auch gesehen werden während der Fahrt und dass jeder weiß, was sie gerade machen wollen. Bremsen, Blinken, Spurwechsel und so weiter. Ja, dann schauen wir einmal weiter. Wir haben jetzt hier nochmal den Frischwassertank zum Befüllen. Das heißt, einfach aufschließen mit dem Schlüssel. Und dann kann das Ganze dementsprechend befüllt werden und kann genutzt werden. In dem Fall kann man es auch nicht überfüllen. Alles, was überschüssig ist, läuft unten wieder raus. Bei vielen Fahrzeugen hat man mittlerweile auch schon von innen eine Anzeige, die man ablesen kann, wo man dann sieht, wie voll der Tank ist. Ja. Hier neben haben wir die ganz normale Stromeinspeisung. Der blaue Stecker, CE-Kupplung. Um das einfach dann anzuschließen und Strom im Fahrzeug nutzen zu können. In den Bedienungsanleitungen, ja, wir sind alle keine Fans von Bedienungsanleitungen, genau deswegen mache ich dieses Video. Da tun sich die Männer ja generell schwer, mal so eine Bedienungsanleitung in die Hand zu nehmen, kenne ich selbst auch. In den Bedienungsanleitungen bei den Herstellern steht immer dabei, dass man vorher am Sicherungsautomat innen drin die Sicherung rausmacht, das Ganze einsteckt und dann von innen die Sicherung wieder reinmacht. Der genaue Grund ist in der Regel bei Autarkpaketen oder Ladegeräten, wenn die ab Werk verbaut sind, dann ist es besser, dann macht es auf jeden Fall Sinn, weil der Laderegler sich dann von neu einmal startet und dann auch vernünftig dementsprechend arbeitet. Ja. Das soweit dazu. Ansonsten Toilettenklappe, schauen wir auch einmal rein. Wir haben jetzt hier ein Modell, die C500. Hier haben wir einen separaten Spültank. Das heißt, das Wasser, was hier reinkommt, ist ausschließlich für die Toilettenspülung. Ja, einfach aufdrehen und befüllen. Ja, einfach hier rüber reinfüllen. Nicht wundern, wenn hier Wasser unten drin steht, immer ein bisschen. Der Tank sitzt hier drüber, das schwappt dann hinten drüber und dann dementsprechend füllt sich der Tank. Ja. Ansonsten
haben wir hier einmal ein kleines Glasröhrchen, wo man dann den Füllstand sehen kann, wie voll das Ganze ist. Und wenn ich das ablassen will, was definitiv Sinn macht, also bitte nach jedem Urlaub, wenn man das Wasser nicht mehr braucht, das Ganze hier runterziehen, rausziehen und auskippen. Ja, weil das bildet Algen, Keime etc. und dann kann die Pumpe einen Defekt davon tragen. Deswegen, wenn Wasser nicht genutzt wird, am besten immer ablassen. Und ganz wichtig natürlich vor dem ersten Frost im Winter oder ähnliches, sollte man das auf jeden Fall auch ablassen. Ja, also einfach hier rüber auskippen und dann ist es leer. Es haben nicht alle einen separaten Spültank, einige nehmen es auch einen zentralen Tank, geht auch. Das ist an sich egal. Ne? Ansonsten Kassette selber rausziehen, kann man das Ganze einfach hochziehen, rausziehen. Hierüber wird es ausgekippt, nach vorne drehen, aufdrehen, auskippen, beim Auskippen den Knopf drücken, dass Luft zukommt und das war's. Ansonsten kann man hier die Schieberplatte öffnen, über das Drehventil kann man dann das Ganze mal ausspülen und die Toilettenchemie einfüllen und das war's schon. Ja? Dann das Ganze nur wieder einschieben, bis es klack macht. Achso, in dem Fall haben wir jetzt hier auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze hinterher zu ziehen. Braucht man es nicht tragen. Haben auch nicht alle, aber die meisten mittlerweile. Ansonsten einfach wieder rein, bis es klack macht und fertig. Und auch hier wieder darauf achten, dass alles richtig zu ist. Und dann ist das auch erledigt. Ja, das war es im Groben und Ganzen schon zum Außenbereich. Vorne natürlich auch Stützen. Auch die bitte immer runterkurbeln, wenn man den Wagen länger nutzt. Dann steht er einfach stabiler. Ja. Dann geht es weiter mit dem Innenraum. So, weiter geht's im Innenraum. Wir fangen hier vorne im Eingangsbereich mal an. Hier haben wir jetzt eine seitliche Fliegengittertür, was eine super Sache ist. Darauf zu achten ist ganz wichtig, dass die Tür wirklich vernünftig eingerastet ist und Feststeller hängt. Weil wenn die Tür zuschlägt und die Tür, Fliegentür ist zu, dann hat man ein Problem, weil der Mülleimer von der Eingangstür die Tür kaputt macht. Ja? Also da einfach darauf achten und wenn es sehr windig ist, dann am besten gar nicht nutzen, weil sonst hat man schnell einen Schaden, das muss ja nicht sein. Ansonsten haben wir jetzt bei Hobby hier ein Bedienpanel, wo man viel drüber steuern kann. Hat nicht jedes Fahrzeug, ist auch nicht zwingend erforderlich. Hier haben wir es jetzt. Hier kann ich also oben verschiedene Beleuchtungen einstellen. Die ersten vier ist Beleuchtung. Hier habe ich jetzt warm Wasser, 230 Volt Betrieb natürlich, also eine Trumatherme. 5 Liter Aufbereiter ist das. Wenn man drauf drückt und es leuchtet rot, dann ist die Therme eingeschaltet und das Wasser wird erhitzt. Wichtig ist, bevor man es einschaltet, Wasser befüllen. Wenn Wasser auf der Anlage drauf ist, also im Frischwassertank, die Wasserhähne auf warm einschalten, ja, die Pumpe einschalten, also wenn ich den Wasserhahn aufmache, geht die Pumpe automatisch an und dann füllt der Wassertank erstmal die Therme. Es dauert einen Moment, dann kommt aus dem Wasserhahn erstmal nur Luft. Irgendwann plätschert es ein bisschen und wenn es durchgängig aus dem Wasserhahn rausläuft, kann ich den Wasserhahn wieder zumachen und kann die Therme einschalten. Die ist dann gefüllt. Ja. Und dann dauert es ungefähr 45 Minuten. Da ist ein Thermostat drin, der wird auf 55 Grad erhitzt, das Wasser. Und dann habe ich dementsprechend warm Wasser. Wenn ich dauerhaft Wasser auf der Anlage drauf habe, kann ich auch den Schalter immer anlassen. Dann kann die Therme ruhig anbleiben. Ist nur wichtig, dass man die nicht im Trockenlauf nutzt. Ja. Dann haben wir hier unten noch dreimal drei Beleuchtungen. Das ist aber die ambiente Beleuchtung. Hat nicht jedes Modell, ist nicht immer belegt. In dem Fall die Diskette, wenn ich jetzt eine Beleuchtung einstelle, die mir sehr gut gefällt, weil hier sind jetzt auch Deckenlampe dimmbar, die Eckleuchten sind dimmbar, dann kann ich das Ganze, wenn ich die Taste gedrückt halte, abspeichern und dann kann ich das Ganze beim nächsten Tastendruck wieder abrufen, dann macht er mir die Beleuchtung genauso an, wie ich es haben will. Ja. Daneben ist die Fußbodenerwärmung elektrisch, hat nicht jedes Modell, muss man also optional ab Werk mitbestellen. Hier haben wir es jetzt nicht. Wenn man drauf drückt, wird es trotzdem rot, nur wenn es nicht mitbestellt ist, dann wird es halt nicht warm. Ja. Dann passiert einfach gar nichts. Ansonsten hier unten drunter kann man abrufen, wie voll ist der Frischwassertank. In dem Fall sehen wir, er ist leer. Er zeigt dann per LED-Dioden an, wie voll das Ganze wird. Und dann weiß ich Bescheid, wann ich Wasser wiederholen muss oder auch nicht. Ja. Ansonsten, wenn man weggeht und hat ein paar Beleuchtungen an, ja, dann kann man einfach über die Haupttaste kurz gedrückt halten, dann ist alles aus. Und dann kann man den Wohnwagen verlassen und dann weiß man, da brennt nichts mehr. Das war es eigentlich zu dem Bereich hier. Eingangsbereich, Panel. Hier unten hat man nochmal einen Knopf für die Deckenlampe. Aber das kann ich auch hier oben drüber steuern. Das ist halt nur zum Reinkommen und ja, das war es eigentlich hier in dem Bereich. Ansonsten haben wir jetzt noch die Fenster rundherum. Überall haben sie natürlich auch Fliegengitter und Verdunklung. Wenn man es ganz dunkel haben will, immer erst einmal Fliegengitter runter und dann die Verdunklung. Ja, weil das Fliegengitter geht ein wenig tiefer und dann hat man es wirklich komplett dunkel. Wenn ich jetzt nur das Verdunklungsrolle runterziehe und das Fliegengitter oben lasse, bleibt unten immer ein kleiner Lichtspalt. Deswegen immer beide runterziehen, dann habe ich es auch wirklich dunkel. Ja. Was auch wichtig ist, was oft nicht beachtet wird, bei Nichtbenutzern, das heißt, ich stelle den Wohnwagen ab, nutze ihn eine ganze Zeit lang nicht, dann lassen viele die Rollos unten.
Ist aber ein Fehler, weil da sind Federmotoren drin. Wenn die dauerhaft unten sind, verlieren die die Spannung und irgendwann merkt man, die Rollos gehen nur noch schlecht hoch. Ja, um sich das zu sparen, einfach, wenn man es nicht braucht, immer hoch machen. Ja, zur Not die Gardinen vorziehen, da kann auch keiner reingucken. Dann geht's auch. Ja. Also die bitte immer oben lassen. Wenn man die nicht benutzt, dann hat man auch länger Spaß. Die kann man zwar nachstellen. Hier seitlich sind Schräubchen, wo ich den Federmotor spannen kann. Nur wenn die zu lange zu schlapp werden, dann kann man sie auch irgendwann nicht mehr spannen und dann müssen die neu. Ja, also das rundherum immer ein bisschen drauf achten. Ansonsten Fenster aufstellen. Hier haben wir jetzt Druckknöpfe unten. Das heißt, unten die Druckknöpfe reindrücken, Aufsteller aufmachen. Die seitlichen haben keinen. Ja, die kann ich so aufmachen. In dem Fall sollte natürlich die Tür zu sein, sonst wird es schwierig. Und dann kann man das Fenster über diese Klick-Klack-Aufsteller in verschiedene Positionen einrasten. Sobald es Klack macht, ist die erste Position eingerastet. Klack, zweite Position, dritte. Ganz auf, um wieder zu schließen. Man muss natürlich ein bisschen darauf achten, wenn jetzt irgendwie ein Baum in der Nähe steht und ich kriege das Fenster nur so weit auf und kriege es dann nicht weiter auf, habe ich natürlich ein Problem. Dann muss ich den Wohnwagen umsetzen, weil ich kann es nicht ganz öffnen, um es wieder schließen zu können. Also da auch ein bisschen drauf achten und das Ganze dann wieder verschließen. Ja. Gucken, dass auch wirklich die letzte Stellung eingerastet ist und nicht die mittlere. Das ist nur so eine Entlüftungsstellung. Da kann ein bisschen Luft zirkulieren für die Fahrt, aber am besten immer komplett schließen. Die Eckleuchten bei Hobby haben jetzt einen separaten Taster. Ja, einmal drücken, so eine Nachtbeleuchtung, zweimal drücken, dann hat man die normale Beleuchtung an. Ja, ist aber auch, wie gesagt, je nach Modell immer ein bisschen unterschiedlich. Ansonsten Tisch. Hier haben wir jetzt einen normalen Scheretischfuß. Ja, während der Fahrt am besten den Tisch runter machen. Einmal hier den Nebel ziehen, das Ganze nach unten klappen. Und dann ist er schon mal deutlich sicherer für die Fahrt. Hobby hat jetzt nochmal einen Druckknopf, ja, den ich hier unten einsetzen kann. Dann ist er ein bisschen gesichert und kann nicht so durch den Wohnwagen schießen. Ja. Da also ein bisschen darauf achten, dass das Ganze dann während der Fahrt vernünftig verstaut ist. Dann kann auch nichts passieren. Ja, ansonsten gucken wir jetzt einmal unter die Sitzbank. Hier sitzt also der Frischwassertank und auch die Warmwassertherme. Das Wasser auch am besten, wenn man es nicht braucht, immer wieder ablassen. So kann da hygienetechnisch nichts passieren. Es gibt dann spezielle Reiniger, um das Ganze, um die ganze Anlage auch mal reinigen zu können. Ja, was auch nicht vernachlässigt werden sollte, zwischendurch das Ganze einfach mal reinigen. Ja, hier haben wir jetzt den Frischwassertank selbst. Wenn man den ablassen will, kann man hier aufdrehen. Hier ist ein Stäbchen drin. Das Stäbchen zieht man einfach raus und dann läuft das Wasser unten aus dem Wagen raus. Ja, am besten, wie gesagt, immer ablassen, wenn man es nicht mehr braucht. Zwischendurch reinigen. Ich habe es immer so gemacht, vor dem Urlaub und nach dem Urlaub gereinigt. Dann ist man immer mit einer sauberen Anlage unterwegs. Ja, also Wasser immer ablassen, das ist wichtig. Ja. In dem Fall haben wir jetzt hier noch eine Batterie verbaut für den Mover. Batterien wichtig. Gerade wenn man sie nicht benutzt, ja, und der Wagen steht irgendwo, entweder zwischendurch an Strom anschließen, dass die geladen wird, die Batterie. Ja, oder im besten Fall über den Winter ausbauen, zu Hause frostsicher irgendwo hinstellen und zwischendurch, ich sag mal so alle 4 Wochen oder 6, sollte man die laden. Ja. Dann hält die auch dementsprechend länger. Ja, das ist also immer eine Frage der Wartung und der Pflege. Und umso länger lebt die Batterie und dankt ihnen das dann einfach mit Lebensdauer. Ja. Ausbauen in der Regel kann man dann nochmal zeigen, zeigt der Händler, wenn mal was verbaut wurde, ist an sich auch schnell gemacht. Wichtig ist nur auch Ladegeräte, gerade jetzt hier haben wir eine spezielle Batterie, eine Optima, die brauchen ein spezielles Ladegerät, dass man da nicht irgendein Ladegerät ansteckt oder anschaltet oder nutzt. Genau, das ist wichtig. Ne? Also braucht ein spezielles Ladegerät, da einmal mit dem Fachhändler abklären oder sich einmal kurz belesen, was da benötigt wird, dass das passende Ladegerät auch einfach da ist. Ja, dann kommen wir zur Therme. Die sitzt hier hinten in der Ecke. Da sieht man etwas schlecht jetzt gerade. Das ist also der Warmwasseraufbereitung. Das Teilchen macht eben Warmwasser. Wie man schon sieht, das Gehäuse ist aus Kunststoff. Und auch darunter das Gehäuse ist aus Kunststoff. Da ist es wichtig, auch das Wasser abzulassen. Wir blenden da mal ein Bild ein. Da sind 2 Absperrventile in der Nähe. Die sollten auf jeden Fall nach dem Nutzen immer abgelassen werden. Und ganz wichtig im Winter, bevor der erste Frost kommt und man den Wagen nicht nutzt, sollte man das Ganze ablassen, weil der Kunststoffbehälter, wenn da ein bisschen Restwasser drin bleibt, dann ist es so, dann friert das, Wasser dehnt sich aus, wenn es gefriert, dann platzt dieser Kunststoffbehälter und dann haben Sie das Wasser im Wagen. Lässt sich zwar reparieren, aber ist einfach unnötig. Ja. Also darauf achten, immer die
Absperrventile, wir blenden da mal was ein, wie das aussieht, aufdrehen, dann läuft es nach unten hinab, das Wasser, und dann hat man keine Probleme. Die Reihenfolge für frostsicher machen ist folgende. Sie gehen her, machen als erstes die Wasserhähne auf Mittelstellung oder Warmstellung auf, drehen die ein bisschen hin und her, alle Wasserhähne. Lassen die offen stehen, natürlich, dass kein Strom drauf ist, die Pumpe soll nicht laufen, also Strom rausziehen, Wasserhähne aufmachen. Dann hergehen, den Stopfen aus dem Frischwassertank rausziehen, dann läuft das Frischwasser unten ab und die Absperrventile von der Therme lösen. Durch den Unterdruck werden auch dann die Kartuschen ein bisschen leer gezogen, weil die Wasserarmaturen neigen auch schnell dazu zu platzen. Da ist eine kleine Mischkartusche drin, die das Wasser kalt warm mischt. Wenn da ein bisschen Restwasser drin bleibt, auch wieder Ausdehnungseffekt, Kunststoff, Riss, undicht. Ja, das wollen wir vermeiden. Deswegen Wasserhähne auf, Tank aufmachen, ablassen, Ventile aufdrehen. Dann ist das ganze Wasser runter. Man kann die Anlage auch nochmal auspusten, wenn man die Möglichkeit hat, von unten rein in den Armaturen. Dann kann auch wirklich kein Restwasser drin bleiben. Darauf achten, dass der Wagen einigermaßen im Waage steht, dass das Wasser auch wirklich komplett ablaufen kann. Weil das reicht manchmal, wenn ein bisschen was drin bleibt in der Therme, dass das Ganze schon kaputt geht. Ja. Das ist Thema dazu. Ansonsten, da sind immer so Teilchen bei, wo die wenigsten wissen, wofür die sind. Ja. Die sind für Folgendes, und zwar für die Wasserarmatur selbst. Die kann man hier unten ansetzen und dann kann man damit den Pelator der Wasserarmatur lösen. Ja, dann kann ich das Ganze hier aufdrehen und dann kann man einfach zwischendurch, weil da ist ein Sieb drin und man hat leider oft das Problem, dass diese Siebe verstopfen, ein bisschen Verunreinigung und so weiter. Ja, das also hier sieht man es, ist ein Sieb drin, das einfach zwischendurch mal reinigen. Ja, also wenn schlecht Wasser aus der Armatur kommt, ist meist ein Zeichen hierfür. Ja, ein bisschen sauber machen, auspusten und wieder zusammensetzen und wieder einschrauben. Und dann ist das auch erledigt. Ja, viele schmeißen die Teilchen weg, weil keiner weiß, was das ist. Das ist jetzt für die Wasserarmatur hier in der Küche. Das Teilchen wäre fürs Bad. Gleiche Prinzip, unten einstecken, losdrehen, sauber machen, wieder ein Festdrehen. Und dann ist das nämlich auch wieder in Ordnung. So, das war es an sich hier zum hinteren Bereich, was so die Wasseranlage angeht. Wir kommen jetzt nochmal kurz zur Heizung. Hier haben wir jetzt eine S3004, so schimpft die sich von Truma. Das ist eine Gasheizung. Das heißt, die Heizung selbst funktioniert komplett stromlos. Einschalten, natürlich muss vorne Gas aufgedreht sein an der Gasflasche. Zudem müssen die Absperrhähne, meist in der Besteckschublade und im Küchenbereich, zeigen wir auch gleich nochmal separat, die müssen natürlich auf sein. So, dann kann man das Ganze hier aufdrehen, zwischen 1 und 5 einfach. Dann hört man in der Regel ein Tickern, wenn die Heizung einen Zündautomat hat. Ja, das heißt, der Zündautomat ist dafür da, um automatisch zu zünden. Einige Modelle haben auch noch einen Piezozünder. Da muss ich dann runterdrücken zum Zünden. Hier geht es per Batterie automatisch. Runterdrücken, kurz gedrückt halten. Jetzt fließt das Gas. Wenn man schräg in dieses kleine Ausschnittloch hier reinschaut, sieht man dann auch die Flamme. Man muss gucken, es ist ein spezieller Winkel, dass man die sieht. Und dann kann man sehen, wann die Flamme anspringt. Ungefähr 10 Sekunden gedrückt halten. Wenn jetzt Luft in der Leitung ist, dauert es in der Regel ein bisschen länger. Einfach gedrückt halten, bis man eine Flamme sieht. Und wenn die Flamme da ist, kann man loslassen. Dann sollte die Flamme anbleiben und das Tickern geht automatisch aus. Ja? Wenn es mal gar nicht tickert und Sie haben einen Zündautomat, dann ist es so, bei dem Modell kann man jetzt hier sehr gut zwei Riegel nach rechts und links schieben. Dann kann man die Heizungsverkleidung abnehmen. Ich zeige das einmal. Man muss die nicht zwingend abnehmen, nur dass man es jetzt einmal gut sieht. Sitzt hier im Zündautomat. Das ist das kleine Bauteil, was also die Zündung macht. Und hier sitzt eine Batterie drin. Die ist dafür da, dass die Heizung zünden kann. Ja, die kann mal leer sein. Wenn man die Heizung nicht nutzt, würde ich sie sogar rausnehmen, weil so eine Batterie kann mal undicht werden. Ja, dann läuft die Säure aus und dann habe ich die Kontakte verunreinigt. Dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Deswegen am besten, wenn man es nicht braucht, rausnehmen. Nur wieder dran denken, dass man sie reinmacht, wenn man die Heizung nutzen will, sonst wird es schwierig. Ja, ist also hier unten nur eingeschoben. Klappe wieder runter, dann bleibt die auch da drin. Ja. Nur für die Modelle mit Zündautomat. Wenn ich eine Piezozündung habe, brauche ich keine Batterie oder ähnliches. Da geht es einfach über einen Zündfunken. Die Verkleidung wieder drauf. So, ich habe hier per Thermostat eingestellt, was ich haben möchte. Da muss man ein bisschen gucken, was wie viel Grad ist. Das ist auch ein bisschen eigenes Empfinden. Auf jeden Fall läuft sie. Dann habe ich natürlich erstmal nur Strahlungswärme von der Heizung selbst. Und dann hat man natürlich noch ein Gebläse in der Regel. Nicht alle Modelle, aber die meisten. Das kann ich dann hierüber einschalten. Ja, ich kann also hergehen und kann sagen, die Heizung soll die warme Luft hier in dem Innenraum verteilen. Dafür sind im Fahrzeug verschiedene Düsen eingesetzt. Da zeigen wir gleich auch noch mal was, wie so eine Düse aussieht. Weil da hat man immer noch die Möglichkeit einzustellen, soll da was rauskommen oder nicht. Ich kann also die Düse verschließen
und das Luftrohr geht in der Regel noch weiter. Wenn ich eine Düse verschließe, kommt an anderer Stelle wieder etwas mehr raus. Damit muss man einfach ein bisschen spielen und gucken, wie man es und wo man es vor allen Dingen warm haben möchte. Ja. Das heißt, jetzt hier an dem Drehknopf habe ich einen unteren Drehschalter und einen oberen. Auf M, hier ist ein kleines M. Wenn ich auf M stelle, kann ich hier manuell über das obere Drehrad einstellen, was sie machen soll. Zwischen 1 und 5, wie stark einfach das Gebläse laufen soll. Darunter habe ich ein kleines Symbol, so ein Heiz- oder so ein Lüftungssymbol. Darüber, das ist so eine Boost-Funktion, da macht er sofort die stärkste Stufe des Gebläses. Auf 0 ist das Ganze aus. Und auf A habe ich eine Automatikfunktion, da regelt er das Ganze selbst, der Temperatur entsprechend. Und das war's schon. So, Bedienungsanleitung technisch kommen wir auf das Thema mal wieder zurück. Da steht drin, so alle 500 Betriebsstunden sollte man mal die Gebläse reinigen, weil da lagert sich Staub ab etc. Sobald man mal hört, das wird ein bisschen lauter, das Gebläse, dann kann man mal hergehen, entweder selbst, können wir auch noch mal ein Video zu machen, wenn gewünscht ist, könnt ihr mal reinschreiben, ob das interessant ist für euch. Ansonsten von hinten kommt man ans Gebläse dran, dann kann man das Ganze einmal reinigen und dann hat man wieder Ruhe. Das ist also zum Thema Heizung. Ansonsten ist da nicht groß was zu beachten. Wie gesagt, Gasflasche auf, Abspähhähne auf, einschalten und dann funktioniert das. Ja. Ansonsten haben wir jetzt hier einmal den Kleiderschrank. Haben wir jetzt hier natürlich sehr viele Bauteile. Erstmal ist hier die Doppelsteckdose und der F-Steckeranschluss von der Vorzeltsteckdose vorne. Ja, das heißt, das Signal, was ich außen in der Dose einspeise, kommt hier ran. Und von hier aus gehe ich dann rüber, in dem Fall ist hier an der Gegenseite der TV-Halter und gehe dann zum TV. Habe ich 2x230 Volt Steckdosen, dass ich das TV-Gerät auch anstecken kann. Das war's. Ja. Daneben, das schwarze Teilchen, ist der Umwandler. Der macht also aus 230 Volt 12 Volt. Die Beleuchtung innen, Gebläse, Kühlschrankbeleuchtung, Pumpen, es funktioniert auf 12 Volt. Das Gerät macht aus 230, was ich außen einstecke, 12 Volt, dass ich hier drin alles dementsprechend nutzen kann. Die Sicherungen sind von unten eingesteckt, das sind Ersatzsicherungen. Ja, man muss das dann einmal seitlich öffnen, beide Seiten runterklappen und dann hat man hier die Sicherung. In der Bedienungsanleitung steht auch immer drin, welche Sicherung für welchen Kreislauf ist. Hier, wie gerade draußen angesprochen, die FI wie im Haus, der Schutzschalter hier zum Ausschalten einfach runter machen, dann ist die Sicherung raus. Stecker von außen einstecken, Sicherung wieder rein und dann funktioniert das Ganze. Ja. Ansonsten unten jetzt ist speziell Hobby ein Lichtsteuersystem, weil hier hat man die Möglichkeit über ein CE-Bus-System, da können wir auch noch mal drauf kommen, was das genau bedeutet. Hier kann man aus verschiedenen Stellungen einfach das Licht ein- und ausschalten, hat diesen Abruf am Panel, wie voll ist der Tank und so weiter. Da sind auch noch mal separat Sicherungen eingesetzt, die man kontrollieren kann. Auch da steht wieder drin, welche Sicherung für was ist. Ansonsten ist bei dem oberen Teil nur wichtig, da steht in der Regel auch drauf, Achtung, Belüftung bitte nicht ganz zuhängen. Ja, der muss ein bisschen atmen können, lasst ihm ein bisschen Luft da und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Sonst ist eigentlich hier nichts groß weiter zu beachten. Und ja, dann machen wir mal weiter mit dem vorderen Bereich. Wir haben jetzt hier einmal eine Dachluke, 700x500, per Kurbel zu öffnen. Ja, das heißt, ich kann die einfach stufenlos aufstellen. Je nachdem, wie ich es haben will. Für die Fahrt natürlich immer geschlossen halten, ganz wichtig. Ja. Beim Schließen hat man hier ein kleines Sichtfenster und auf der anderen Seite ebenfalls. Wenn ich das jetzt schließe, sieht man da einen kleinen roten Strich. Sobald der da ist, ist die Haube komplett geschlossen. Ja. Dann brauchen Sie nicht weiter drehen, weil das ist ein Kunststoffgetriebe, Aluritze, ja, das ist alles Leichtbau. Da mit ein bisschen Sorgfalt dran gehen, dann ist sie zu und dann passiert da auch nichts. Ansonsten haben wir natürlich Fliegengitterverdunklung, wie auch an allen Fenstern, auch an Dachluken. Wichtig, während der Fahrt nichts schließen. Ja, wenn Sie jetzt das Fliegengitter während der Fahrt zu haben, Sie haben eine Zwangsentlüftung, das heißt, hier ist dauerhaft ein Sauerstoffaustausch. Während der Fahrt entsteht ein Sog, das Gitter wird hochgezogen und hängt irgendwann unschön durch. Ja, um das zu vermeiden, einfach auflassen, dann hat man das Problem nicht. Gilt für alle Dachluken mit Zwangsentlüftung und mit Fliegengitter und Verdunklung. Ja, also da bitte darauf achten, wenn man das nicht haben will, dann einfach auflassen, dann passiert da nichts. Ja. Ansonsten Küchenbereich. Kocher auf Gas und Wasserarmatur haben wir gerade drüber gesprochen. Warm, kalt, wie zu Hause, das kennt jeder. Kocher selbst. In dem Fall haben wir jetzt eine automatische Zündung. Ja, drücken, drehen, zünden tut er von alleine. Wichtig, auch da muss natürlich der Absperrhahn auf sein, dass hier Gas ankommt. Wenn die Flasche frisch angeschlossen ist, kann es einen Moment dauern, weil ein bisschen Luft in der Leitung ist. Ja. Wichtig beim Benutzen der Kocher. Hier steht es auch immer an den Geräten, muss es eigentlich stehen, ein Hinweisschild, dass wenn man den Kocher benutzt, dass zumindest eine Dachluke im Fenster irgendwas auf ist. Ja, deswegen da bitte darauf achten, irgendwie was aufmachen, dass Frischluft reinkommt.
dann hat man auch keine Probleme. Ansonsten drücken, entweder mit dem Startfeuerzeug zünden oder halt hier in dem Fall eine automatische Zündung, das ist völlig egal. Ja, und sobald die Flamme da ist, einen Moment gedrückt halten, loslassen, dann bleibt die Flamme an. Die eingebauten Geräte haben alle eine Zündsicherung, heißt, wenn jetzt mal ein Windstoß kommt und fickt sich die Flamme aus, merkt das das System und macht die Gaszufuhr zu. Ja, also das ist so sicher, da kann auch nichts passieren. Ja, das wird auch bei den Gasprüfungen geprüft, ob diese Zündsicherung noch funktioniert. Da braucht man sich also keine Sorgen zu machen. Man muss da keine große Angst haben. Man sollte immer schon vernünftig und respektvoll und mit einem gewissen Gedanken dran gehen an diese Gasgeräte, aber man muss da keine Angst vor haben. Ne? Also ist in den letzten 15 Jahren Gott sei Dank nie was passiert. Von daher toi toi toi. Dann nur ein bisschen drauf achten. Und natürlich die Platten nicht schließen, wenn die Flamme an ist, weil das dauert nicht lange. Und dann zerspringt die Platte in 1000 Einzelteile. Deswegen darauf achten, dass wirklich alles aus ist. Ja. Ansonsten hier unten haben wir jetzt mal die Absperrhähne fürs Gas. Hier sind sie jetzt grau, bei älteren Fahrzeugen oft noch rot, ist aber an sich völlig egal. So sind sie jetzt alle offen. Ja, so würde jetzt durch jede Leitung Gas fließen. Wenn ich das Ganze quer schalte, dann wäre jetzt in dem Fall Heizung, wäre die Gasleitung unterbrochen. Hier haben wir einmal den Kocher und einmal den Kühlschrank. So wäre jetzt alles zu. Während der Fahrt, wenn man keine Anlage hat, die das während der Fahrt erlaubt, dann sollten die auch während der Fahrt an sich geschlossen sein, Flasche zu, dann ist das in Ordnung. Wenn ich die Gasgeräte nutze, müssen sie natürlich dementsprechend auf sein, dass das Ganze auch funktioniert und Gas ankommt. Ja. Ansonsten ist da nicht weiter viel zu beachten. Schubladen immer ein bisschen darauf achten, nicht zu schwer beladen. Ja, die sind meist groß und viel Platz. Aber darauf achten, ich sag mal so 8 bis 10 Kilo, viel mehr sollten es auf keinen Fall sein. Sonst reißt ihn das Ganze aus und liegt dann während der Fahrt irgendwo auf dem Boden. Das will man auch nicht. Ne? Dann natürlich immer darauf achten, dass vor Fahrtbeginn alles verschlossen ist. Am besten immer noch mal rein ins Fahrzeug und gucken, dass alles zu ist und dass dann nichts rumfliegen kann. Ne? Dann haben wir noch den Kühlschrank. Hier kann ich auch wieder einstellen, was er machen soll. Ich kann also hier oben auf der Null ist er aus. Dann habe ich den Stromstecker. 230 Volt geht natürlich nur, wenn angeschlossen ist von außen. 12 Volt während der Fahrt. Da ist es so, da muss der PKW dementsprechend belegt sein. Ja? Da muss man gucken, was ist das für ein Wagen, wie ist die Belegung. In der Regel bei neueren Fahrzeugen ist es mittlerweile so, Pin 9 und 13 an der Dose ist für Dauerplus, ist aber nur Beleuchtung, Pumpe. Kühlschrank ist in der Regel über Klemme 10 und 11 geschaltet. Ja, deswegen da mit dem PKW-Hersteller oder dem Autohaus sprechen, wie ist die Anhängerkupplung belegt. Dann kann man sich das zur Not noch nachbelegen lassen, weil sonst funktioniert er auf Gas, auf 12 Volt halt während der Fahrt nicht. Ne? Nach ganz unten wäre Gas. Ja, um ihn auf Gas einzuschalten, muss man am zweiten Drehregler einmal reindrücken, dann fließt wieder das Gas. Hier ebenfalls reindrücken, dann zündet er. Beides so lange gedrückt halten, bis dieser rote Strich hier neben anfängt zu wandern. Der wandert hier rüber in den grünen Bereich. Und wenn er im grünen Bereich ist, dann können Sie loslassen. Und dann muss der im grünen Bereich bleiben. Und dann ist der Kühlschrank an auf Gas. Ja, dann wissen Sie, alles funktioniert, alles gut. Hierüber kann man dann die Temperatur regeln, von minimal bis maximal. Ist immer außentemperaturabhängig. Ja, sind Absorberkühlschränke. Also umso wärmer es draußen ist, umso mehr Kühlleistung muss ich einstellen, dass das Ganze funktioniert. Ja, ansonsten sind die in der Regel beleuchtet. Man hat auch bei einigen Modellen immer noch die Möglichkeit, so wie hier jetzt einmal, eine gewisse Zwangsentlüftung zu haben. Da braucht man keinen Lappen dazwischen zu hängen. Ja. Dann kann ich die Tür schließen und man sieht, die bleibt immer noch ein Stück weit auf. Ja, da kann einfach ein bisschen Luft zirkulieren. Wenn man den Wagen nicht braucht, fängt der Kühlschrank nicht zu riechen oder ähnliches. Ja. Ansonsten, wenn man das wieder rückgängig machen will und der komplett schließen soll, den kleinen Pin hier etwas reindrücken und dann das Ganze nach hinten wieder schieben. Ja. Über den Mechanismus kann ich das einstellen. So ist er jetzt wieder ganz zu. Einfach zudrücken, dann ist er auch zu, dann schließt er in dem Fall. Verriegelungen sind ein bisschen unterschiedlich, je nach Kühlschrankmodell und Hersteller. Ja, das war es eigentlich schon dazu. So, weiter geht's. Wir gehen mal ins Bad oder auch Waschraum genannt, je nachdem. Ich hocke mich mal hier rein, dass man ein bisschen was sehen kann. So, Toilette. Vor der Benutzung natürlich aufklappen, ganz klar. Verbindung zur Kassette öffnen, hier in dem Fall durchdrehen. Ja, dann die Kassette, die wir draußen gesehen haben, die Verbindung öffne ich. Die Verbindung ist dafür da, um einfach Gerüche und sowas in der Kassette zu lassen, dass es halt im Wohnwagen nicht danach riecht. Das heißt aufmachen, Geschäft verrichten,
Knöpfchen drücken. Man hört schon, die Pumpe spült. Das heißt, dann kommt Spülwasser, wenn Wasser drauf ist. Und wenn ich fertig bin, das Ganze wieder verschließen, dass die Gerüche da drin bleiben. Und das war's. Wieder zuklappen und gut. In der Regel hat man immer eine LED verbaut oder normale Sichtfenster von grün auf rot. Wenn das leuchtet, dann ist es so, dann ist die Kassette voll und dann muss geleert werden. Im Prinzip eigentlich immer Männerjob. Das heißt, dann müssen die Männer los und die Kassette leer machen, reinigen, wie wir von draußen gezeigt haben, und dann wieder einschieben und dann kann das Ganze genutzt werden. Darauf achten, dass die komplett eingeschoben ist, weil wenn sie nicht ganz eingeschoben ist, kann ich die Verbindung nicht öffnen. Ja? Wenn da mal Probleme sind, dann steckt die Kassette wahrscheinlich nicht richtig im Schacht und dann geht's nicht. Das war's schon zur Toilette. Mehr ist das gar nicht. Ansonsten Wasserarmatur und sowas wie drüben auch. Das Einzige, was wir jetzt hier nochmal haben, ist unten einmal dieser Lüftungsaustritt, der weiße hier unten. Ich versuche das mal eben zu zeigen. Und zwar, das ist so eine Lüftungsdüse von der Gebläseheizung, also vom Gebläse der Heizung. Darüber wird die warme Luft verteilt und ich kann hier jetzt sagen, auf oder zu. Wenn ich jetzt hier zumache, der Strang geht hinten unter das Bett, dann kommt halt im Bett mehr an. Ja, wenn ich jetzt sagen will, Bad braucht nicht mehr so warm sein oder ist schon warm genug, mache ich das Ganze zu, dann kommt hinten mehr raus. Ja. Ansonsten, Dachluke sollte natürlich auch immer zu sein, wie die anderen auch. Und das war's schon zum Bad. Gucken, dass die Tür vernünftig zu ist, dass während der Fahrt nichts aufspringt. Ja. Ansonsten, Bettbereich ist eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Fenster hatten wir drüber gesprochen. Man kann das ganze Bett in der Regel hochklappen, um an den Stauraum zu gelangen. Dann kann ich auch von innen beladen oder kann von innen mal was rausnehmen. Und das war's eigentlich. Ja. Wichtig im Winter, wenn man das Fahrzeug nicht nutzt, am besten Stauraumklappen aufmachen, Türen aufmachen, die Polster so hinlegen, weil es bildet sich immer Kondenswasser. Wichtig ist auch zwischendurch, wenn man das Fahrzeug nutzt, zu lüften. Ja, ganz wichtig. Unser Körper stößt in einer Stunde so bis zu 35 Gramm Wasser aus. Ja, das sammelt sich natürlich hier im Fahrzeug. Und dann habe ich unter anderem ein Kondenswasserproblem. Um das zu vermeiden, wirklich zwischendurch lüften, Stoßlüften, wie man es von zu Hause kennt, am besten rausnehmen aus dem Wagen, hat man da auch keine Probleme. Ja, ja, das war es eigentlich schon so zum Innenraum. Viel mehr ist nicht zu beachten. Bei dem Kühlschrank noch eine Sache, der Zünder hat auch immer eine Batterie in der Regel. Ja, also wenn mal die Zündung vom Kühlschrank nicht mehr funktioniert, hinter dem Knopf sitzt auch eine Batterie. Entweder kurz beim Fachhändler einmal nachhören, ob er das eben tauschen kann, ist in der Regel kein Problem. Ansonsten können wir das auch nochmal im separaten Video zeigen, wenn es gewünscht ist. Ist aber, lässt sich jederzeit austauschen. Ja, den Rest machen wir dann einmal draußen, nochmal zum Abschluss des Videos. Und weiter geht's. So, wir sind wieder draußen. Ja, des Campers Fluch ist Regen und Besuch, sagt man so. Ein bisschen Regen haben wir jetzt, aber ist kein Problem. Lassen wir uns nicht von abhalten, das ziehen wir eben durch. Abwasser wollten wir noch kurz erwähnen. Das Abwasser in dem Fall muss man einfach unter das Fahrzeug mal gucken. Kommt in dem Fall hier unten aus diesem grauen Röhrchen raus. Ja, das heißt, der Tank wird hier einfach drunter gestellt und dann läuft das Abwasser oder das benutzte Wasser läuft direkt dort rein und dann kann ich das zwischendurch dann einfach entsorgen. Ja, oder man kann auch bei einigen Campingplätzen dann einen Schlauchanschluss schaffen. Da gibt es Adapterstücke, dass man auf den Schlauch kommt. Dann kann man es direkt rausführen. Ja. Darauf dann nur bitte achten. Ja. Und das war es eigentlich so zu dem Abwasser nochmal. Ansonsten Pflegetipps, ein bisschen darauf achten, Fenster nicht mit alkoholhaltigen Reinigern dran. Ja, das ist ein Acrylglas, recht empfindlich, entweder nur mit einem feinen Lappen und Wasser oder als spezielle Acrylglasreiniger, die es dafür gibt. Ja, da ein bisschen drauf achten. Ansonsten Außenhaut kann man immer mit ein bisschen Wachs behandeln, weil die sind in der Regel pulverbeschichtet, die Bleche. Nicht so wie beim PKW, dass man da eine große Klarlackschicht drauf hat. Ja, wenn man das Ganze pflegen will, kann man das mit Wachs versiegeln. Dann hält das Ganze länger und die Farben bleiben auch frischer. Da einfach ein bisschen drauf achten. Ja, ansonsten Stützen haben wir drüber gesprochen. Es gibt auch noch mehr noch Stützplatten, dass der Wohnwagen nicht so einsinkt, wenn der Boden mal ein bisschen weicher ist. Ja, genau, das ist das. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, konnte euch ein bisschen was zeigen, was zu beachten ist und ein bisschen was erklären, weil, wie gesagt, Bedienungsanleitungen sind alle kein großer Freund von. Ich denke mal, in dem Video ist das kurz und knackig einmal erklärt für euch. Ja, und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder den Kanal abonniert. Oder natürlich Anregungen, Wünsche, Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne melden, einfach in die Kommentare rein und dann werden wir darauf reagieren. Ich bedanke mich, wünsche euch viel Spaß, tolle Urlaube und sage bis zum nächsten Mal, euer Campingcoach. Danke, ciao. Wichtig ist auch zwischendurch, wenn man das Fahrzeug nutzt, zu lüften, ja, ganz wichtig. Unser Körper stößt in einer Stunde so bis zu 35 Gramm Wasser aus. Ja. Das sammelt sich natürlich hier im Fahrzeug und dann habe ich unter anderem ein Kondenswasserproblem. Um das zu vermeiden, wirklich zwischendurch lüften, Stoßlüften, wie man es von zu Hause kennt,